Hallo, dies ist eine neue Folge von Opalia Talk. Part 3, Beziehungspflege. Es geht darum, wie kann ich es schaffen, dauerhaft glücklich Beziehung zu leben, in Zweisamkeit, in Genuss, aber auch in Sexualität. Natürlich haben wir an unseren Partner auch einen sexuellen Befriedigungsanspruch. Sexualität ist ganz, ganz wichtig, damit die Beziehung überhaupt fruchtbar sein kann. Das heißt nicht, dass aus jeder Beziehungssituation Kinder erfolgen müssen. Die Fruchtbarkeit meine ich nicht, das geht natürlich auch. Sondern wir wollen Harmonie leben. Und um harmonisch leben zu können, ist das Thema Sexualität auch ein ganz wichtiger Bereich, der gelebt und gepflegt werden sollte. Natürlich anfangs, wenn wir auf einen Partner treffen, dann werden wir mit Sicherheit im Sog der Begierde immer wieder diesen Menschen hier kommen wollen und uns sexuell verbinden wollen. Damit erschaffen wir ein Feld der Harmonie, der Erotik, der Basis. Das heißt, eine Beziehung, die auch sexueller Natur ist, die hat ein Wahnsinns-Energievolumen, was auch gepflegt werden muss. Wir strahlen, wir fühlen uns wohl, unser Energiehaushalt ist einfach ideal drauf. Eine Beziehung dauert ungefähr 1,5 Jahre, bis sie sich wirklich manifestiert, sodass wir sagen können, wir sind in einer gewachsenen Beziehung. Und aus dieser anfänglichen Leidenschaft und Begierde und permanent gewünschter Sexualität tritt auch irgendwann der Alltag ein. Und dann kann es sehr wohl sein, dass diese Sexualität oder der Wunsch nach dieser Sexualität ein bisschen verebbt. Ja, das ist auch irgendwo ganz normal, weil das Energiefeld vorhanden ist und wir eine Sättigung erfahren, wenn wir an diese Partnerschaft denken. Das heißt, wir haben ein gemeinschaftliches Energiefeld geschaffen, auch über Sexualität. Und dieses Energiefeld ist für beide da, dass sie sich daran nähren können. Und dadurch ist manchmal der Wunsch der Begierde nach Sexualität nicht mehr so groß. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass dieses Energiefeld, was aufgebaut wurde, nicht geschädigt werden darf. Weder durch negative Gedanken, durch Frust, noch durch etwas anderes. Wir müssen immer wieder positive Energie reinbringen und somit auch immer mal wieder Sexualität. Natürlich können wir jetzt hingehen, können sagen, ab einem gewissen Alter ist es nicht mehr so wichtig. Ja, aber unsere Gedanken an den Partner sind im Grunde genommen auch eine positive Ausrichtung. Und wenn ich immer liebevoll an meinen Partner denke, dann füttere ich das gemeinschaftliche Feld mit all den Energien, die notwendig sind, damit wir wirklich dauerhaft glücklich leben können. Und trotzdem ist es immer wieder wichtig, dass wir uns annähern. Sollte mal keine Sexualität mehr gelebt werden, dann ist trotzdem der Körperkontakt wichtig, Gesten wichtig, dass wir im Bett kuscheln können, dass wir uns an unseren Partner anlehnen können, dass wir liebevoll denken, dass wir Händchen halten, uns einhaken oder sonst was. Wir haben einen Partner gewählt, mit dem wir körperlichen Kontakt leben wollten einst. Und das sollte ein Leben lang so halten. Das heißt, wenn wir irgendwann feststellen, dass wir diesen Partner nicht mehr berühren möchten, dass wir mit ihm nicht mehr Nähe leben wollen, dann sollten wir unsere Gedanken überprüfen in dieser Beziehung, damit wir wieder eine Gemeinschaft bilden können. Das heißt, je mehr wir geöffnet sind, je mehr wir uns freuen, mit unserem Partner in Harmonie zusammen zu verschmelzen und auch den Wunsch haben, sexueller Begierde, uns mit unserem Partner zu verbinden, desto besser und glücklicher werden wir uns in unserer Beziehung fühlen. Das heißt, wenn ich selber feststelle, dass ich meinen Partner nicht mehr erotisch finde, dass ich überhaupt gar keine Lust habe, ihm näher zu kommen, auch körperlich, dass ich diese Energie nicht mehr mit gemeinsam füttern will, dann stimmt etwas in der Beziehung nicht. Dann gibt es eine Schieflage. Und die sollte ich überprüfen, um eine neue Perspektive zu bekommen. Es gibt viele Möglichkeiten, wie wir unsere Partnerschaft positiv leben können. Auch wenn wir eine Zeit lang negative Gedanken investiert haben sollten, so können wir auch dieses neu verändern, neu durchstarten und eine andere Perspektive gewinnen, wenn wir dies wollen. Doch dazu mehr im nächsten Film Teil 4. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis bald und tschüss.